Ah, wartet mal. Sonst stehen sie wieder hier und meckern, dass es hier stinkt. Und wie man denn hier arbeiten könnte. Alles blinkt. Ja, es geht ja alles gerade im Bach runter. Aber nee. Ist schon besser geworden. Siehst du, es sind bloß noch zwei Sachen, die blinken. Geh mal gucken, was der hier will. Man muss halt die Aufgaben leider machen, weil nur die Aufgaben bringen richtig Geld. Wow. Gerade noch gesagt, es bringt richtig Geld. So, manchmal ist das hier auch echt verbuggt. Oh Gott, ich muss das Bad putzen und ich muss hier putzen. Ich kann die Regale einräumen. Moment. Müsst ihr auch was kaufen können. Bringt ja sonst nichts. Ich habe keine Zigaretten gekauft. Ich habe Zigaretten vergessen. Wow, super. Great. Great. Danke, ohne Kippen. Aber wir haben wieder Alkohol und Eis. Guck mal, wie viel Eis der kauft. Der hat jetzt 3 Tage gewartet, bis er seine Ration Eis hier kaufen konnte. Und endlich konnte er wieder Eis kaufen. Und wir wissen, wenn es ums Tanken geht, immer Mühe über die Anzeige gehen. Es gibt einfach mehr Geld. Und die meckern nicht. So. Haben wir etwa ja gerade einen Moment Luft? Ist ja unglaublich. Könnte streichen. Oh nee. Jetzt sind die anderen Felder schon verblasst. Jetzt sieht es ja halt richtig doof aus. Ich finde es aber cool bei dem Spiel, dass die Farbe nach einer Weile verblasst. Und wenn du quasi was ausbessern möchtest, musst du alles neu streichen. Weil das sonst fleckig ist. Oh, warte mal, ich gehe kurz tanken. Great. So, jetzt kommt hier wieder ein bisschen Geld rein. In der Werkstatt ist auch schon wieder jemand. Na toll, jetzt ist die eine Chipsdose rausgeflogen.
wieder einen Großeinkauf. It's worse than before. Ja, tschüss. Also ich merke, es ist auf jeden Fall jetzt schon schwieriger, Popularität zu gewinnen. Weil mit jedem kleinen Fehler kriegst du halt direkt ein Minus reingedrückt. Ich gehe nochmal kurz in die Werkstatt und dann würde ich sagen, kaufen wir mal so einen Wohnwagen, damit wir hier vorwärts kommen. Nur Kratzer. Aber ich muss die Kratzer-Dinger auch nachbestellen. Was? Was für Öl? Ich komme hier gar nicht an. Oh, bitteschön, gern geschehen. So, wir haben einen Wohnwagen. Amelie da Matjek. Also sie ist auf jeden Fall besser. Also sie könnte die Autos reparieren. Oder sie könnte die Kasse machen. Kasse kostet sie nicht viel. Befristete Stelle. Also auf, wir machen. Du machst die Kasse. Ich hoffe, sie macht jetzt auch die Kasse. Ich glaube, ich kann die Kasse nicht machen. Moment. Putzt. Lass mich die Kasse machen. Das ist ja doof. Du kannst nicht mal einfach spontan aushelfen. Nicht so wie bei King of Retail. Da ist sie. Sie putzt. I was worried we'd be stranded. Hä? Ich habe mit deinem Auto gar nichts gemacht. Ich habe dich abkassiert. Ich habe dir was geschenkt. Thanks a bunch. So, sie putzt. Funktioniert doch schon mal. You're a lifesaver. Und in Werkstatt. Ich muss sagen, das Ding nervt. Was ist denn jetzt? Zweck.
Zwei Reifen. Oh, ich muss Reifen nachbestellen. Was lasse deinen Angestellten 8 Stunden lang arbeiten? Boah, was ist jetzt noch? Öl. Oh nein. Muss erst aufmachen. Hä? Ich denke, sie putzt. Warum ist es dann so schmutzig in meiner Tankstelle? Amelie! Great. Ich weiß halt nicht, wenn ich sie an die Kasse lasse, ob es dann... Aber sie ist Level 2 an der Kasse. Ob sie Fehler macht oder... I was worried we'd be stranded. Just as I wanted. Die Zeitschaltuhr wird angehalten, wenn der Angestellte sich ausruht. Oh, aber das ist cool. You're amazing. Wir müssen dann mal gucken. Wir können jetzt ja auch Zeitschriften und Autopflege verkaufen, was die Regale kosten. Awesome. Ich lasse die trotzdem jetzt mal an die Kasse. Nee, wo war das? Hier war das. Nee. Regale. Ja, jetzt habe ich langsam ein Platzproblem, ne? Was ist, wenn ich das einfach hier so... in den Balkenstelle. Scheint ja zu funktionieren. Das Regal steht halt jetzt hier voll. Muss ich drin hinstellen? Oh, das ist ja jetzt schon nervig. Was kauft denn der alles? Was hat der für einen Helm gekauft? Den verkaufen wir überhaupt nicht. Nein! That'll do. Oh oh. Du musst schnell putzen. Oh oh, Leute, das kommt das erste Mal der Partybus. Und ich glaube, ich habe nicht so richtig viel Ware.
Wieso kommt der Partybus jetzt? Ich muss doch erst Ware einkaufen. Schönen Abend noch. Ich meine, es ist ja auch witzig, aber warum kommt der jetzt, wo die Regale halb leer sind? Oh Gott. Oh, für Amelie. Putz. Amelie, du musst putzen. Die Tankstelle. Guck dir doch mal den Balken oben an. Oder mach die jetzt Pause. Oh Gott. Oh, die stehen schon um die Kurve. Es stresst mich. Die stehen einfach schon um die Kurve in der Warteschlange. I'm not gonna pay a dime for this. Hat er jetzt gar nichts bezahlt? Doch, sie putzt. Aber es reicht nicht. Du musst mehr putzen, Amelie. Und es will jemand tanken. How much do I owe you? Oh Gott. Die will schon, die verdient schon $43. Wow. Have a nice day. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich jetzt kurz an die Zapfsäule gehe, aber ich glaube, der fährt gleich einfach wieder. Okay, die Schlange wird kürzer. Die Tankstelle sieht aus wie Sau. You're a lifesaver. Und die meckert schon rum, dass sie die Autopflegeprodukte nicht bekommt. Ich muss halt mal gucken, wie ich das mache mit dem Geld. Ich muss ja auch bald mal die Lackkratzer-Entferner-Stifte nachkaufen. Tschüss, Partybus. Ist wahrscheinlich zum nächsten Mal. Pause, ne? Oh Gott, der Sauberkeitsbalken ist gleich komplett runter. I shouldn't have said anything. Aber wieso werden die immer so böse mit mir? Die können froh sein, dass ich hier überhaupt eine Tankstelle betreibe. Ja,